Und am sichersten würde ich mich fühlen hier oben. Ich glaube, hier fühle ich mich sicher. Und dann fangen wir jetzt mal an, uns hier ein Lager zu bauen. Als erstes würde ich sagen, bauen wir uns mal gleich zu Beginn einen Water Collector. Hat das Ding schon wieder fallen lassen? Ich glaub's nicht. Okay. Stein. Okay, und dann fange ich einfach mal an, ein paar Bäume zu fällen hier. Ich nehme aber dazu die da. Die ist nämlich leiser. Wesentlich leiser. Alter, ich glaube, wir nehmen jetzt schon eine Stunde auf oder so und haben bis jetzt eigentlich nur... Gut, wir sind gerannt. Wir sind gerannt, wir hatten Angst, wir hatten Furcht, wir kamen nicht weiter, wir waren verletzt, wir wussten nicht, was wir tun sollen. Und jetzt... Bam, in der Luft gefangen. Ja, klasse, ich muss es aber fallen lassen. Weil... Wir haben uns kein Haus gebaut. Ein Haus brauchen wir. Wir brauchen ein schönes Haus. Dafür würde ich mir bauen... Hallo? Jetzt geht's. Okay. So, dann würde ich sagen, bauen wir uns das einfach mal hier hin. Es ist ja nur dazu da, dass wir erstmal schlafen können. Man kann das dann später beliebig natürlich noch verändern. Und der eine Baumstamm ist aus mir unerfindlichen Gründen bis dahinter gerollt. Wir haben hier Bärenbüsche. Das ist schön. Wir haben hier Rehe, Bärenbüsche. Ich glaube, die Gegend wurde mittlerweile implementiert. Ich glaube, hier gibt es... Man kann jetzt hier mittlerweile... Aber dann sind wahrscheinlich auch... Werwolf, ich wollte gerade sagen, sind wahrscheinlich auch Werwölfe jetzt hier. Natürlich sind jetzt Werwölfe hier. Was sonst? Den Baum hier lasse ich stehen. Und den dann nehme ich mit. Jetzt hat er wieder das Ding ausgerüstet. Ja, genau, damit schlage ich auf den Baum. Heute ist wieder. So. Also Problem wäre, wir bräuchten als nächstes wahrscheinlich sofort eine Hasenzucht. Und Hasenfallen, das ist wichtig, 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 um hier Tiere zu fangen. Wir haben momentan noch ein bisschen was, also so ist es nicht. Wir haben noch ein bisschen was, ja, so ist es nicht. Wir haben noch ein bisschen was, so ist es nicht. Ich wiederhole mich mit Absicht, keine Ahnung warum. Ich mache das gerne so. So. Oh. Das war jetzt so nicht geplant, aber egal. Die bleiben gerade liegen, hier brauchen wir gerade eh nichts mehr, oder? Nee, doch, einen brauchen wir noch. So. Einstein und 7 Stickies. Einstein. Wo ist denn Einstein? Einstein, mein bester Freund, wo bist du? Einstein? Ein Sticky? Nicht schlecht. Einen Sticky. Noch ein Sticky. Weiß auch noch nicht, wie viele Stickies und sowas hier rumliegen, aber ich glaube, so viele wie bei uns sind es nicht. Und Steine sieht mau aus. Stopp, da war gerade... Hier war doch gerade und da ist es Stick. Sehr schön. Stick, Stick. Wir bräuchten noch schnell einen Stein und dann brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Steine, weil... Nicht die Steine. Weil wir müssen ja noch ein solides Feuer bauen. Obwohl ein normales auch erstmal reichen würde, aber... Mit einem soliden würde ich mich schon besser fühlen. Ich glaube, dann gehen wir mal ganz kurz hier rüber nochmal. Da haben wir schon mal einen. Einstein, hier sind viele im Flussbeet. Das müssen wir uns merken. Im Flussbeet sind viele Steine. Ergibt ja auch Sinn. Kann ich hier noch aufnehmen? Nee, okay. Im Flussbett sind viele Steine und im Wald haben wir die Fluss. Da haben wir eigentlich alles in der Nähe ungefähr. Das passt ja so.
dem Freund verabreiche ich mal jetzt noch eine Cola. Das bringt beides voll. Das heißt, der hat noch ein bisschen Zeit jetzt zum Ausdauern, Auspowern, was weiß ich. Und dann gehen wir mal hier hoch wieder. Habt ihr Tipps oder Tricks oder so, wie man die flapp machen kann? Wenn ihr sie nicht schon gepostet habt, ist ja eine Aufnahmesession, kann sein, dass ihr das schon gesagt habt. Habt ihr Tipps oder so, dann einfach in die Kommentare damit. Wäre sehr wichtig. So, da haben wir auch einen Stein, hab ich schon ganz übersehen. Dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns vor allem Storages bauen. Und zwar einen Stickholder. So, der kommt dahin. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Garfunholder, denn die sind beide sehr gefragt. So. Ich habe gerade, ich habe irgendwie das Gefühl, ich höre ständig, weil ich bin so paranoid geworden wegen dem Vieh. Und dann hätte ich gerne eine experimentelle Wand. Wo sind die? Basic Tree? Ach hier. Custom Foundation. Custom Floors, Custom Roof. Ich hätte gerne eine Custom Foundation. Die ziehen wir jetzt einfach mal von da nach da. Dann von da nach da. Dann von da nach da. Und dann von da nach na, da. Super, dann machen wir hier eine Tür. Hier ein Fenster. Vielleicht überall Fenster haben. Es ist egal, ob der Fenster ist oder nicht, glaube ich. Ich mache mir lieber überall Fenster, weil ganz ehrlich, ich will sehen, was da draußen passiert. So. Genau, und eine Tür. Und dann müssen wir jetzt auf jeden Fall die Stickies noch zusammenkriegen, bevor es dunkel wird. Denn ich würde schon gern schlafen. Wir brauchen noch 5 Stück. Das ist das Blattgeräusch. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, was ist denn das für ein Geräusch? Das sind die Blätter, die runterfallen. 3 Sticks haben wir. 4. Steine sind immer noch voll, ich weiß zwar nicht wieso. Wir haben gerade welche verwendet, aber egal. Wir haben jetzt die Sticks fürs Haus, das ist gut, aber ich hätte gerne noch welche für ein Lagerfeuer, damit wir uns noch ein größeres machen können. So. Was ist denn das? Hast wahrscheinlich da die Sonne aus dem Arsch? Warum auch immer? Und was ist das hier? Einfach sinnlos. Blümchen. Und da könnte ich direkt eigentlich mal vorbeischauen. Oh, geil. Ich hoffe, uns erwartet da jetzt nichts. Das sind einfach nur 2 Hütten. Kein Dorf oder sowas, einfach nur 2 Hütten. Das müsste ja eigentlich kaputt gehen, oder? Okay, eigentlich ist gut. Macht es anscheinend nicht. Aber das, der geht kaputt. Wo habe ich das gerade nicht gesehen? So. Drauf. Drauf.
Und ab zurück nach Hause. Denn jetzt wird's dunkel und bitte lass jetzt hier nicht spawnen. Bitte. Bitte lass jetzt hier nicht spawnen. Hier unten sind Blaubeeren, jetzt merken wir uns, da holen wir uns noch ein paar fürs Inventar. Bitte lass nicht spawnen, Alter. Wir haben nichts, wo wir uns zurückziehen können hier. Hier kannst du dein Game save. Erstmal save mal das Game. Das ist eine gute Idee. Und dann machen wir. Bitte. Oh. Huh. Sehr schön. Okay. Wir brauchen. Achso, das waren die Basics. Wir brauchen auf jeden Fall... Das ist ein ziemlich großes Lagerfeuer. A longer lasting fire that you can also relight. If it goes out. Das packe ich mir hier drüben an den Baumstamm. Da fehlt noch ein bisschen was. Okay. Das ist ein kleiner Stein. Ne, war das ein kleiner Stein? Ne, war ein großer Stein. Okay. Dann würde ich sagen, hauen wir mal den nächsten Baum ab, damit wir hier noch ein bisschen Holz kriegen. Ich höre sie doch schon wieder, die Freunde. Ich höre sie doch schon wieder. Das ist ja super. Also ich meine, es ist eine super Location hier. Hoffentlich wird's was. Wenn es nichts wird, wir können immer noch zu unserer alten Mausen zurückgehen, so ist es nicht. Ich wollte gerade sagen, fällt genau richtig, aber fällt genau falsch. Nicht weiterrollen, Jungs. Nicht weiterrollen, das schaffen wir. So. Dann mache ich mir, glaube ich, noch einen Plan. Und zwar mache ich mir noch... Wo haben wir's? Die da. Ach da. Achso, ich hab ja gewundert, warum ich nichts erreiche. Ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Wo sind die Stick? Wo sind... Ja, natürlich, rollen am besten bis ins Tal, hätten sie wahrscheinlich auch gemacht. Habe ich da gerade was gesehen? Nö, aber Sticks and Rocks haben wir hier. Nehme ich alles mit. Ich bin... Ach, komm schon. Ach, komm schon. Echt jetzt? Ich meine, so... Solange es nur die sind, ist ja okay, ne? Gegen sowas kann man sich ja verteidigen. Aber sobald da die Großen mitkommen, wäre das echt uncool. Wir müssen uns auf jeden Fall dieses Baumding bauen, damit wir im Baumhaus da überleben können. Okay. Es sind auch Steine ohne Ende. Okay, nicht... Wo? Hört auf damit, Jungs, das ist nicht witzig. Okay, anzünden, da hinten sind sie. Da hinten laufen sie. Also es gibt die hier auch schon, okay, gut zu wissen. Ich speichere mein Game nochmal. Katastrophe. Fängt die, hat er schon was aufgefangen? Okay, wir können das trinken, aber anscheinend wird nach einer Zeit, kriegt man dann Probleme, wenn man das zu oft trinkt, so.
Das ist gut. Ne, gut ist es nicht. Das trinken können ist gut. Okay, B. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall diese Geräusche, ne? Können wir alles nicht anklicken, komischerweise. Wir brauchen auf jeden Fall eine. Animal Trap. Die ich auch mal direkt hier reinhaue. Da passen schon mal 5 Sticks rein, das ist nicht schlecht. Und dann haben wir jetzt erstmal für alles Verwendungen. Müssen uns vielleicht nur. Ja, wo hole ich mir jetzt am besten Bäume her? Wenn die da unten rumlaufen, ist ja auch behindert. Ich fange am besten mal hier an. Wir sind vom Glück verfolgt. Wir sind echt vom Glück verfolgt. Bin ich froh, dass wir schon so gut ausgerüstet sind, dass wir zur Not überall hinrennen können, ohne dass uns was passieren sollte. Aber es ist auch nicht schlecht, wenn man überall auf der Map solche Bases hat, dann kann man sich auch notfalls, wenn man sagt, man mal unterwegs ist nachts, wo man ist in der einen Gegend, wo halt die eine Base steht. Bam. Dann kann man sich immer sagen, okay, gut, dann gehe ich halt jetzt hier hin. So, wo ist der hin? Wieder was getrunken. Ist doch nicht der Ernst. Echt jetzt? Warum? Warum? Wieso? Ich raff's nicht. Ich raff's einfach nicht. Was macht das Vieh hier? Wir können uns nicht verteidigen dagegen. Ich will da nur ein bisschen und Stock. Wir sehen uns gleich mal lieber wieder, liebe Freunde. Ich will an der Stelle mal ganz kurz das Spiel. Warum? Ach so. An der Stelle tue ich ganz kurz mal das Spiel auf Pause setzen und will mal gucken, was wir gegen die machen können und warum die kommen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.